Ne? Ich dachte, wenn ich jetzt einfach nur sage, komm, geh doch, dass er dann sagt, oh nee, was? Ich bleibe. Also, oder nee, jetzt, du bist zu feige und sowas. Aber bis jetzt habe ich scheinbar die richtigen Antworten ausgewählt. Scheinbar. Bis zu dem letzten. Letzte Antwort war falsch. Ja, das wird jetzt noch ein Weilchen dauern, Leute, ne? So ist das halt, ne? Hm. Fast richtig, bis auf die letzte. Ja, ich dachte wirklich, dass so von der Idee her, dachte ich wirklich, ich kann sie einfach provozieren, weißt du? Dass sie dann sagt, oh, weißt du, hier, ich soll gehen. Ach, komm schon, du Feigling und bla. Naja, ist egal. Ist egal, ist egal. Wir werden sie ja nochmal finden, ne? Das ist... Und wir haben ein bisschen gelevelt. Also ich bin gerade ganz zufrieden mit... Ja, einfach nur mit unserem Fortschritt hier. Meine Mann, guck dir das mal an. Barrett mit 1052 Leben, ne? Die anderen werden jetzt auch gleich die 1000 knacken wahrscheinlich. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ist nicht so verkehrt. Du, 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 du. Ist auch gut so, ne? Das muss ja eh irgendwann machen, das Leveln, ja. Deswegen, also... Es ist halt, man darf auch nicht vergessen... Auch wenn es halt eh so zu den spaßigsten und spannendsten Spielmechaniken gehört... Es ist halt ein klassisches JRPG. Da gehört es halt dazu, dass man sich da irgendwie levelt. Das ist halt... Ja, was will man machen, ne? So ist das halt. Obwohl ich es bis jetzt noch nicht so schlimm finde. Also ich habe bis jetzt mich noch nicht irgendwie gelangweilt gefühlt oder habe das Gefühl gehabt, dass es so qualvoll ist wie in Persona 3. Ne? Also so nicht. Zum Glück. Zum Glück. Ah, Floppy, Hallöchen. Grüße dich. Wie du siehst, wandern wir wieder im Wald rum, um Sia freizuschalten. Ja. Ich habe das falsche Game in der Videobeschreibung, wirklich? Ja, das kann ja Junon, das kannst du das mal ändern vielleicht? Du bist doch Moderator, also eigentlich kannst du das, glaube ich, ändern. Da steht Tomb Raider. Ups. Eigentlich vergessen zu ändern. Die ganzen Texte so sind richtig, aber... Ja, mach ich gleich, so. Gut, jetzt Konzentration. Also, ich habe verloren, unmöglich... Oh ja, spring ein bisschen rum. Tadada, du hörst hier, wär's. Ich habe kein Interesse an dir. Oh Gott, wie mache ich das? Warte, ich mach's selbst. Moment. Moment, jetzt habt ihr gerade, jetzt ist das Spiel gerade stehen. Nö, bei mir steht Final Fantasy 7. Warte, fertig? Deine Stream-Info wurde erfolgreich aktualisiert, steht hier. Jetzt müsste es stimmen, hoffentlich. Kämpfe habe ich gesagt. Ich will nicht kämpfen. Was ist los? Du hast ganz schön Angst vor mir. Wie versteinert habe ich ausgewählt? Jupp, jetzt geht's. Ich habe vergessen, auf fertig zu drücken, deswegen. So, ich wünsche euch viel Glück. Jetzt rennt sie weg. Warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was von mir? Hm, also, was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme. Ja, stimmt. Hehe, habe ich mir doch gedacht, du bringst mich in eine Zwickmühle. Hm, was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit dir. Wie heißt du? Ich heiße, okay, nehme ich mal... Yuffie. Hallo Yuffie. Wunderschönes Lächeln hast du, ne? Also Dr. Best wäre stolz auf so ein Lächeln. Auswählen. Nein, sie hat ganz schön Angst. Genau. Was redest du da? Du sollst zuerst gehen. Gut, dann vergiss es, komm... Nicht mit. Denk dran, wenn du mich verärgerst, wirst du dafür zahlen. Hey, mein Geld. Was ist denn jetzt los? Warte einen Moment, wo ist mein Geld? Ich wusste gar nicht, weil das ist ein Soziopathengrinsen hat. Das siehst du mal, ne? Okay, Geld ist weg. Ist sie jetzt bei mir in der Gruppe? Sie ist immer noch nicht dabei, hä? Aber ich habe sie freigeschalten, scheinbar.
Was heißt schade? Was ist denn jetzt schade schon wieder? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Ist sie jetzt nicht dabei? Ist sie jetzt für immer weg oder was? Die hat erst verbockt. Was ist denn? Hä? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich halt Pech gehabt, ganz ehrlich. Also wenn, dann muss ich halt nochmal laden. Ich meine, ich habe noch den Speicherstand, wo... War es jetzt verkehrt, sie nach ihrem Namen zu fragen, oder? Ich meine, was war denn jetzt das Verkehrte hier? Oder muss ich sie jetzt nochmal im Wald irgendwie treffen? Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Das Spiel gibt mir aber auch keine Hinweise, was ich hier zu tun habe. Also im Notfall gucke ich selbst nach, ne? Also ist sie jetzt auf ewig weg, oder was? Ist es damit jetzt erledigt? Oder... Ja, aber wer soll darauf kommen? Also das ist halt völlig wahllos, was ich da wählen muss. Das eine Mal soll ich nett zu ihr sein, das andere Mal soll ich scheiße zu ihr sein. Ich weiß nicht. Nein, nein, du kannst sie nicht holen. Ja, dann muss ich neu laden. Also... Ja, muss ich neu laden. Geht nicht anders. Also, wenn ich die Figur freischalten soll... So, das heißt, wir nehmen nicht den Speicherstand, sondern wir nehmen 15 Stunden 17. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Übersetzungsfehler ist oder sowas, aber das ist halt okay. Ja, ich habe sie nach ihrem Namen gefragt. Oh, hätte ich sagen müssen, ich hasse dich über alles, du bist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, oder? Naja, ist egal. Die Sache ist halt, ich will jetzt auch nicht hier stundenlang nur in dem gleichen Wald rumhängen, also das ist jetzt schon... Naja. Der Dialog war aber eh irgendwie, naja. Deswegen meine ich halt, das ist halt... Ich habe keine Ahnung. Aber naja, was macht man nicht alles, um hier Figuren freizuschalten? Soll ich es dir verraten? Ja, weißt du was, dann ist mal jetzt eine Ausnahme, dann verrat's mal. Ne? Bevor ich jetzt hier irgendwie wirklich... Ich will jetzt nicht den ganzen Stream nur im Wald rumhängen, ne? Also, wir sind immer noch auf der Suche nach Sephiroth. Wenn ihr sie ansprecht, wird sie euch zu einem weiteren Kampf herausfordern. Sagt Yuffie, dass ihr kein Interesse habt, habe ich gemacht. Weiter sagt ihr, dass ihr vor Angst versteinert seid. Was ich auch nicht verstehe, ist das jetzt irgendwie ironisch gemeint oder ist das jetzt irgendwie wirklich ernst gemeint, ne? Wenn Yuffie sich zum Gehen wendet, müsst ihr sie bitten, einen Moment zu bleiben. Yuffie wird Cloud fragen, ob er möchte, dass sie mitgeht. Er sagt, stimmt. Hä, das habe ich doch gemacht? Er sagt, stimmt, hä? Ich habe doch zu ihr gesagt, ja, bleib. Und dann habe ich nach ihrem Namen gefragt und dann hat sie sich verpisst. Wollte ich gerade sagen, das habe ich doch getan. Oder war das ein Problem, dass ich sie nach dem Namen gefragt habe? Da fehlt noch eine Gesprächsoption scheinbar irgendwie. Ja, das ist doch, guck mal, also das ist doch völlig random. Nicht nach den Namen fragen, einfach abhauen. Also, das ist aber so typisch, ich sag mal, klassisches JRPG, ne? Da kommt kein normaler Mensch drauf. Es gibt keinen Hinweis darauf irgendwie oder... ja, wow. Ich meine, wenn ich mit der reden kann, warum sollte ich nicht versuchen, mit der zu reden? Das ist halt so eine Sache, ne? Also, das ist alleine schon der Adventure-Spielhase in mir möchte mit Leuten reden, ja? Und Informationen herausfinden. Aber, na gut. Ich meine, ich weiß, es geht noch schlimmer. Es gibt ein Spiel, das heißt, das ist ein Nintendo-Spiel. Das hat mal, wie heißt er, JonTron hat das mal gezeigt. Das hieß Takeshis Challenge. Das war völlig random. Da war es auch so, dass man teilweise irgendwelche völlig wahllosen Dinge machen sollte, wo es im Spiel keinen Hinweis darauf gab, wie das passiert oder wie man das machen kann. Naja. So.
sowas wie, keine Ahnung, man muss seine Frau irgendwie scheiden und dann irgendwie 100 Euro da oder 100 Yen da abheben und dies und das machen, also völlig blöd. Man muss irgendwie das offizielle Lösungsbuch an den Spieler kriegen. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich will halt im besten Fall wirklich möglichst ohne Lösungsbuch spielen. Ne? Deswegen sage ich, wenn halt sowas ist, was ich überhaupt nicht wissen kann, dann bin ich auch gerne dafür bereit, wenn er mich natürlich fragt, ne, vor, mal einen kleinen Hinweis anzunehmen. Aber das ist halt so, das ist ja, naja, bin ich ein bisschen ungünstig designt. Jetzt mal. Ich meine, wenn man sowas hat wie, gut, kann man jetzt nicht vergleichen, aber sowas wie Dare of the Tentacle zum Beispiel, klar braucht man das Lösungsbuch oder das Handbuch, um das Spiel überhaupt erstmal spielen zu können. Aber das zähle ich jetzt unter Kopierschutz. Aber da war es ja auch so, dass innerhalb des Spiels gab es immer genug Hinweise in irgendeiner Form, ne? Egal wie absurd das Rätsel auch war, es gab immer so einen kleinen, ne? So einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl. Und das ist ja das, was ich haben möchte. So, ne? Spiel, also. Woher soll ich denn wissen, wie Yuffie reagiert? Ich habe die Person erst zweimal gesehen, so ungefähr. Hab eine Sekunde mit ihr gesprochen, sie hat mich zweimal geklaut. Wo ist sie denn jetzt, sag mal? Das dauert wieder ewig, bis ich die finde, ne? Aber das müsste der richtige Speicherstand sein, glaube ich. Ich habe einmal einen Speicherstand vor der... Ja doch, ich habe einmal einen Speicherstand davor gemacht und einmal danach. Ja, aber so random Sachen sind halt irgendwie echt so. Spielberater kaufen gab es ja zu fast jedem klassischen JRPG von Nintendo, ja. Ja. Gut, war halt eine andere Zeit. Ich weiß halt nur, sag mal so, ich hab's immer noch im Kopf, sowas wie Final Fantasy 9 habe ich damals auch ohne. Ja, habe ich auch ohne Spielanleitung oder Komplettlösung durchgeschafft, ne? Ich meine, auf der anderen Seite kann man nur sagen, ja, es ist jetzt wahrscheinlich überlebensnotwendig, die freizuschalten. Man kann auch theoretisch ohne sie, aber ich meine, wenn ich mir da irgendwelche witzigen, ja, Szenen, sag ich mal, entgehen lasse, will ich das halt auch nicht, ne? Das wäre ja schon schade, ne? Gut, da wird es wahrscheinlich das Stream heute nicht so spannend werden. Mir dockt dabei zu, wie er über eine Stunde versucht, irgendwie eine Person freizuschalten. Sie hat halt eine eigene Story und beim Remake sogar ein eigenes DLC-Kapitel. Ja, man kann das auch, aber man verpasst halt leider viel vom Spiel. Ja, das ist nicht schön. Das will ich ja nicht, ne? Und wie schon gesagt, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, weil immerhin leveln wir. Auch wenn die Gegner gerade ein bisschen redundant werden, also nachdem ich sie jetzt irgendwie schon 5000 Mal gesehen habe, aber naja, ist halt so. Und es macht auch Spaß, beim Waldspaziergang zuzuschauen, ja, immerhin, da bin ich ja beruhigt. Oh, Cloud stirbt gleich. Obwohl ich so einen Waldspaziergang eigentlich nicht gerne hätte. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen... Würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, wenn mich da irgendwelche aggressiven Greifvögel attackieren würden. Ne? So, Barret braucht jetzt mal ein bisschen seinen Trank. Naja, ich glaube, es ist alles in der Hinsicht Gewöhnungssache. Ne? Also... Da ich halt Final Fantasy 7 nie als Kind gespielt habe oder so, gibt es da bestimmt so ein paar Sachen, die mir etwas befremdlich wirken. Ist wahrscheinlich auch so, wenn man sowas wie Tomb Raider, ne, nicht so wirklich gespielt hat. Oder zumindest nicht in der, ja, also nicht in dem Maße. So, Aether. Du auch noch. Ja, Tränke habe ich genug. Hier so. Das hat was von Steve Irwin. Hier sehen wir ein wildes Monster. Seine Krallen sind rasiermesserscharf. Noch hat es mich nicht bemerkt. Ich werde es anstupsen. Naja. Irgendwie schon, ja. Ja. Im besten Fall bemerken sie uns ja wirklich nicht, ne? Dann stehen sie mit dem Rücken zu uns. Dann haben wir uns wirklich einfach so von hinten angeschlichen. Ui, das war ein ordentlicher Treffer. Aber ich mache mittlerweile ordentlich Schaden. Außer Cloud, der macht nicht so geilen Schaden gerade. Aber gut, mit seinem komischen... Das ist ja sein stumpfen Fleischermesser, was er da hat, ist
Das sieht doch nicht sehr effektiv aus. Barret macht bis jetzt so den meisten Schaden hier. Bam, 229. Ich habe Final Fantasy 7 vor kurzem auf 100% durchgespielt. Und saß mit mehreren Guides vom PC. Ui, naja. Ja, wie gesagt, also für mich ist ja nicht der Anspruch, das Spiel 100% durchzuspielen. Ne? Für mich ist halt der Anspruch, ich will die Story erleben, ich muss jetzt nicht jedes kleinste Fitzchen freischalten. Ja? Ich muss nicht jede noch so verstecktes Item finden. Aber es wäre halt schon schön, wenn ich zumindest, ja, sowas wie die Figur da halt freischalte. Das ist halt schon, finde ich schon wichtig irgendwo. Vor allem, wenn da jetzt Story-Relevantes passiert. Story ist für mich immer bei solchen Spielen das Allerwichtigste, ja. Story ist für mich so die Nummer 1 Priorität. Und ich liebe eine gute Story. Deswegen, wenn ich da was dadurch verpasse, dann ist das für mich definitiv, also ein Muss, ja. Ja, geht mir halt auch so. Hab ja so viel bei Tomb Raider nicht gefunden. Ich spiele das Spiel halt einfach, genau. Also, Floppy, wenn es dich beruhigt. Sowas wie, bei Tomb Raider habe ich auch nie nach den Secrets gesucht. Also, entweder bin ich da einfach mal drüber gestolpert oder eben nicht, ja. Ich mache mir da nicht so große Gedanken drüber, also. Ja, sowas warnt mich dann auch. Oder wenn man irgendwie Schlimmes nicht verhindern kann, weil man irgendeine Nebenquest nicht gemacht hat, ja. Ja, stimmt, gerade bei alten Spielen war das halt so, wenn du so die perfekten, also alle Ereignisse wirklich perfekt gelöst hast, dann, ja, hast du Pech gehabt. So, aber Pech gehabt, wann kommt sie denn jetzt mal hier, ne? Yuffie. Jetzt zeig dich auch endlich mal, meine Fresse. Oh, jetzt greifen sie mich von hinten an. Ich hoffe, ich habe den richtigen Speicherstand ausgewählt, aber ich habe nur einmal. Ich habe nur einmal nach dem Ding gespeichert, ne? Ja, leider verpasst man in Final Fantasy 7 leider an manchen Stellen viel von der Story. Es gab. Gibt eine spezielle Szene, die halt mancher Spieler damals nie gesehen hat. Ja. Gut. Das ist schade, aber. Im besten Fall, wie gesagt, will ich ja auch irgendwie vorankommen, ne? Ich will jetzt ja nicht irgendwie. Ich meine, man muss das so sehen, ich fall schon 41 Minuten durch den Wald. Das ist mein Stream. So, wenn ich jetzt so eine Stream-Zusammenfassung schreiben würde, Doc fährt durch den Wald. Und lässt sich von. Ja, lässt sich von einem Ninja verarschen. So. Und ich level ein bisschen, immerhin, ne? Aber selbst das Leveln ist nicht so qualvoll wie Tartarus in Persona 3. Das ist. Ich glaube, schlimmer als das geht's gar nicht. So, jetzt habe ich einen Satellitenstrahl. Das ist schön. Jetzt bin ich ungefähr auf dem Niveau, wo ich auch gerade bei meinem Speicherstand war. Ich sage nur Persona 4. Geh nicht am richtigen Tag da und dahin und du hast nie das richtige Ende. Ja. Naja, ist schon wahr. Ich sag mal so, da geht's vielleicht noch. So extrem abstrakt ist es dann auch nicht, aber. Ja, also manche Sachen. Da kann man sich zumindest denken, wenn man das schlechte Ende hat, okay, irgendwas habe ich hier falsch gemacht, ne? Da merkt man, so sollte das Spiel eigentlich nicht enden. Aber wenn es soweit ist, sage ich dir, wo du hin musst, dass du die Scene siehst, aber zu seiner Zeit und ich sag dir. Nur wo, nicht wie. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Wenn es halt wirklich was Story-Relevantes ist, dann ist in Ordnung. So, jetzt bin ich aber auch langsam hier des Kämpfens überdrüssig. So, Yuffie. Ah, ist auch gemein. Also jetzt einfach, weißt du, dass sie halt wirklich wegrennt und nie wiederkehrt, ja? Also wenn man das jetzt wirklich verkackt hat im Dialog, ist halt auch ziemlich scheiße, ne? Weil man denkt sich, also ich zum Beispiel würde mir jetzt, hätte sie mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich jetzt gedacht, ja, die kommt wieder. Ich meine, wir haben ihren Namen gegeben. Das ist scheinbar ihre Art irgendwie, nach bei jedem falschen Atemzug gleich wegzurennen. Deswegen hätte ich gedacht, okay, die ist freigeschalten. Alles wunderbar. Alles super. Aber gut. Logik ist manchmal so eine Sache bei derartigen Spielen, ne? So, jetzt kommt schon. Mensch. Meine Fresse, wie lange
Kann ich da nicht einfach einen Keks im Wald werfen oder sowas, dass sie erscheint, oder? Oder Geld? Das wäre doch ganz praktisch. Ja, heil dich, meine. Na, du kannst mal wieder rauben. Ich muss das auch mal wieder durchspielen. Hatte damals nach 200 Stunden das mieseste Ende. Ja. Das lese ich jetzt mal nicht vor, weil es Spoiler ist, was du da gerade schreibst, ne? Also, aber ja. So soll das im besten Fall nicht ablaufen, wie es da gerade steht, ja. Ja. Na, ich sag mal so, das Einzige, was man bei Persona 4 jetzt gerade sehr beachten muss, ist halt immer das Zeitlimit, ne? Das hast du aber bei Persona 5 auch, also... Das kannst du dir ja zumindest, sag ich mal, spieltechnisch herleiten. Wo ist die denn? Hallo? Also langsam verliere ich ein bisschen die Geduld. So, ja, jetzt hier kommen weg. Ach ja. So, jetzt erscheinen endlich los. Ich hab noch Geld für dich, du, was du klauen kannst. Komm schon, ey. Ey. Ich habe auch den richtigen Speicherstand ausgewählt. Ich bin mir ziemlich sicher, wirklich. Naja. Naja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, es ist halt... Wir sehen ja seit Ewigkeiten die gleichen Gegner. Ja, Megafunke. Scheinbar ist ja so die Rate, die Erscheinungsrate bei ihr auch relativ gering, ne? Also, irgendwie erscheint die auch so in einem von 100 Fällen oder so, wenn man Glück hat, ja? Wäre natürlich jetzt echt scheiße. Also, ich will jetzt nur mal kurz gucken, ne? Einfach nur, dass ich es gesehen habe. So. Wir hatten den Speicherstand, den habe ich geladen. Wir hatten den Speicherstand. Der Speicherstand war definitiv der, wo sie schon weggerannt ist. So, das heißt, wir haben schon den richtigen Speicherstand ausgewählt. Vielleicht ist das irgendwie tageszeitabhängig. Und. Ja, da ist sie. Endlich. So, jetzt alles richtig machen. Mystery Ninja, ja. Schön auf die Oma hauen hier. Endlich, meine Güte, ey. Schwere Geburt hier mit Yuffie, muss man eigentlich mal sagen. So. Jetzt machen wir das ganz ruhig, ganz langsam. Einen Schritt nach dem anderen, dass ich jetzt nichts verkehrt mache. Sie liegt tot am Boden oder tut nur so. Ich spreche sie an. Ich habe verloren, unmöglich. Ja, du mit deinem... komischen, was ist denn da, dein Mülleimerarm. Willst du nochmal kämpfen? Kein Interesse. Ja, jetzt ist sie beleidigt hier. Ha, was soll das? Willst du weglaufen? Kämpfe? So. Jetzt ganz langsam, ich spreche sie an. Was ist los? Wie versteinert müssen wir auswählen? So. Das war richtig, ja? Ich darf nicht speichern, nein. Nee, Floppy. Wenn ich das auswähle, dann ist sie verschwunden und hat mein Geld geklaut. Das habe ich schon mal versucht. Es war nicht das erste Mal, dass ich das getan habe. Also, so wie versteinert. Genau, jetzt will sie gehen. Genau wie gedacht. Was erwartest du? Ich wünsche euch viel Glück, bla bla bla. Bis dann. Ich gehe jetzt. Nein, warte einen Moment. Was willst du noch... Also, was ist es? Weil ich so gut bin. Genau, stimmt, soll ich auswählen? Habe ich mir gedacht. Was soll ich nur tun? Kann ich schlecht Ablehnung? Gut, ich darf jetzt nicht fragen, wie sie heißt. So, ich drücke jetzt mal gar nichts. Sobald ich frage, wie sie heißt, habe ich ein Problem, oder? Ich muss jetzt wie Scheiße behandeln, hast du gesagt, Junon. Also, will ich jetzt aus, beeilen wir uns. Ich mach das jetzt, ja? Also, ich drück das jetzt.
beeilen wir uns. Hä? Warte, ich hab dir doch noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Oh, Yuffie, nimm Yuffie in deine Gruppe auf. Na endlich, meine Fresse. Du mit deinem Psychopathengrinsen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, wirklich. Boah. Ich bin Yuffie, freut mich. Schön, Yuffie. War auch wirklich schwer genug, dich freizuschalten. Genau wie ich es plante. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, warte auf mich. Hier, ich gebe dir das Geld zurück, das ich dir gestohlen habe. Zumindest das, was davon übrig ist. Das ist sehr gnädig, dankeschön. Speichern. Jetzt, sofort. Ugh. Das war eine schwere Geburt. Jetzt will ich mal gucken, was sie überhaupt kann. Also nur, dass ich schon mal so Yuffie. Also ich werde das gleich wieder austauschen. Wie gesagt, ich bin eigentlich mit meiner Gruppe relativ zufrieden. Bis jetzt so 4-Zack-Schuriken. Carbonreif. Mhm, schön. Werte, wie sieht denn deine Werte aus? Was hast du nur so? Aha. Zauber, eine gute Zauberin ist sie scheinbar. Wunderschön, was ist dein Limit? Geölter Blitz. Ja, ich meine, man könnte sie mal ein bisschen ausprobieren, aber... Das ist halt immer die Frage. Ich meine, das Problem ist halt bei Final Fantasy 7 die größte Schwäche, wie ich finde, dass man nur 3 Leute in seiner Gruppe haben darf. Also, ich meine, so jemand wie Cat Sif hätte ich auch gern drin. Red X finde ich halt auch ziemlich geil, ne? Red X oder Red 13. Aber ich werde trotzdem jetzt erstmal tiefer drin lassen, weil das ist jetzt erstmal meine Gruppe. Mit der bin ich zufrieden.